Ja, hi, hier ist der Joachim von Session. Heute habe ich euch was ganz Tolles mitgebracht, und zwar von Cornford, den MK50, und den zeige ich euch jetzt. Cornford MK50. Liebe Leute, das Ding ist der Brüller. Das ist mein absoluter Lieblingsamp. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich totaler Cornford-Fan bin. Dazu stehe ich auch. Wir fangen gleich mit der Beschreibung an, dieses Wunderkindes. Und zwar haben wir es hier zu tun mit einem Amp made in England. Das Teil ist wirklich handgebaut, handgewickelt. Was heißen will, da ist keine Platine drin. Der ist Point-to-Point verdrahtet. Man sieht es jetzt zwar nicht, weil es in dem Case praktisch passiert, aber wir haben hier keine Platine. Handverdrahtet heißt richtig dicke Bauteile, dicke Kabel, und man hört es dem Amp an, der ist frisch, der ist hell, der ist super direkt, hat eine ganz tolle Ansprache. Es ist ein 50 Watt Amp, wir haben es zu tun mit zwei 6L6 Röhren, hier vorne sind die vier Vorstufenröhren, sieht man vielleicht durchs Gitter, das sind 12 AX7. Als nächstes muss man dazu sagen, der Travo ist auch hauseigen gefertigt, die bauen sich ihre Travos selber. Was natürlich dann eine sehr tolle Auswirkung auf den Gesamtsound hat, weil der Travo passt einfach zu diesem Verstärker. Hervorragend. Fangen wir an mit der Beschreibung, was die Potties betrifft. Im Prinzip ist es ein einkanaliger Amp mit zwei Lautstärken. Wir können wählen mittels Fußschalter zwischen Master 1 und Master 2. Das hat einmal die Funktion, dass man sich einen Solo-Switch abspeichern kann. Das heißt, per Knopfdruck wird der Amp einfach mal lauter. Ich kann aber auch hingehen, kann sagen, okay, ich möchte die Gitarre ein bisschen cleaner, ein bisschen klarer haben. Der Amp hat nun mal keinen eigenen cleanen Kanal, also schalte ich mir den Amp lauter, drehe die Gitarre ein bisschen zurück und schon habe ich eigentlich ein sehr tolles, cleanes Ergebnis. Das zeige ich euch aber gleich noch. Ups, hier vorne haben wir es zu tun mit dem Volume und dem Overdrive. Volume heißt Preamp Vorstufenlautstärke. Der Overdrive ist erstmal unabhängig von dem Verstärker zu sehen. Den kann ich jetzt hier einstellen, wie ich will. Es tut sich erstmal gar nichts, bevor er nicht eingeschaltet ist. Heißt, man muss diesen Overdrive so verstehen wie ein Booster, der vor dem Amp sitzt. Hier habe ich dann eine Art, für Solis, für Metal Sounds, wird der Amp einfach ein bisschen dichter, kriegt mehr Zerre und klingt halt fetter. Ganz klar, Treiber-EQ, Klangregelung, Bässe mit den Höhen. Wenn man an den Regler dreht, passiert richtig was. Das heißt, man hat unheimlich viel Einfluss auf den Grundsound von dem Amp. Da ist richtig viel Bewegung drin. Und hinten haben wir die Presence und Resonanz, das heißt, Presence regelt die Höhen der Vorstufe, Resonanz regelt die Bässe der Endstufe. Ja, da kann man praktisch mal ein bisschen nachregeln, je nach Räumlichkeit, je nach Situation, je nach Gitarre, die man spielt. Auf der Rückseite ist ganz klar noch ein Effektweg, dort habe ich jetzt auch spaßhalber mal ein Delay eingeschliffen, serieller Effektweg muss man dazu sagen. Und der Amp hat natürlich ganz klar 4816 oben alle traditionellen Boxenausgänge, die man so braucht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt mal an, ein bisschen zu dudeln. Dazu habe ich den Amp jetzt mal ein bisschen klar eingestellt. Mache das Delay jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt hier so eine Art AC/DC-Sound. Schön knackig, super direkt, sehr geile Höhen, ganz offen. Der Amp, der hat einfach eine ganz tolle Ansprache, also ich muss sagen, ich bin da total begeistert, jedes Mal aufs Neue, wenn ich auf der Kiste spiele. Jetzt mache ich euch mal den Overdrive an. Schon kommen wir ein bisschen in die Metal-Richtung.
haben wir einen schönen Metal-Sound. Den kann man natürlich einmal zum Solospiel nutzen. Wenn die Gitarre ein bisschen mehr Gain braucht, dann singt die Gitarre richtig oder halt einfach auch für Rhythmusgeschichten. Jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt schalten wir einfach mal den zweiten Master gleich ein. Ich gehe mal auf den Halspicker. Ja, jetzt habe ich praktisch einen Sound, der ist eigentlich nicht richtig clean, aber ich schalte den M einfach mal ein bisschen lauter, drehe die Gitarre ein bisschen. Und schon kann man sowas als eigentlich einen ganz guten clean Sound verwenden. Oh, Moment, hängen. So kann man dann praktisch einfach sagen, es ist halt nun mal kein Amp, der hat keinen clean Kanal, aber das ist eine Option, die kann man benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, schalten wir wieder zurück, machen wir nochmal ein bisschen Krach. Und das ist natürlich das, wofür Cornford steht, ist halt diese unheimlich satte, fette, geballte High-Gain-Sound. Das ist halt schon sehr gewalttätig. Ja. Die Gitarre, die singt, die hat unheimlich viel Saste. Ja, da haben wir dann praktisch ganz, ganz tollen Solo-Sound. Schon ist eigentlich so eine Richtung abgedeckt, AC/DC, Rock, Metal, Blues, das geht wirklich alles ganz toll mit dem Amp. Ich muss sagen, ich würde das gerne noch ein bisschen weiter dudeln, aber leider reicht die Zeit nicht. Schaut mal rein, probiert den mal aus. Cornford Amps kriegt ihr exklusiv bei uns. Es gibt natürlich noch ein paar andere Versionen. Könnt ihr natürlich gerne mal uns mal ausprobieren bei Session. Schaut einfach mal rein, würde ich mich freuen. Der ist natürlich auch online bestellbar bei session.de. Dort wie im Laden habt ihr 33 Tage Money Back, 66 Tage Umtauschrecht. Das war's von mir, von Joachim, und I love my Cornford.